Willkommen zurück bei Menschen und Mythen, werte Zuschauer. Wir befinden uns hier in Donauwörth. Das ist das Zentrum in Deutschland für den Helikopterbau. Und das hier rechts neben mir ist das modernste, was es beim zweimotorigen Leichthubschrauber gibt. Da ist einfach weniger verbaut, dadurch ist das verschleißärmer. Es ist auch kundenfreundlicher gemacht. Natürlich wird nach wie vor Metall verbaut, aber das meiste ist dann doch aus Kunstfaser gemacht, also sehr viel leichter als herkömmliche Modelle. Das ganz Besondere für mich jedenfalls ist dieser Heckrotor. Der ist einmal mit einem Mantel umgeben, das macht ihn sehr viel sicherer. Dann ist er auch geräuschärmer, das sieht man hier an den Verstrebungen. Und schließlich sieht er auch noch ganz schön kurios aus. Das Eurocopterwerk in Donauwörth. Das deutsch-französische Unternehmen stellt pro Jahr etwa 50 EC-135 her. Für die Techniker ist die Herstellung jedes einzelnen Hubschraubers eine Herausforderung. Eine besondere Schwierigkeit, das Verlegen der Bordelektronik auf engstem Raum. Etwa 19 Kilometer Kupferkabel müssen in dem Hubschrauber Platz finden. Die Elektriker müssen die Kabel exakt verlegen, damit keine störenden elektromagnetischen Felder entstehen. Denn dadurch könnte später der Funkverkehr zusammenbrechen. Die Qualitätskontrolle prüft jeden der 14.000 elektrischen Kontakte. Das Herzstück des modernen Helikopters, der Düsenantrieb. Die Luft tritt hier vorne ins Triebwerk ein, durch den Lufteinlass, wird in diesem Bereich dann verdichtet. In diesem Bereich hier in der Brennkammer wird es mit Sprit vermengt, kommt dann zur Zündung, expandiert dann durch die Düse, wo eine Turbine eingebaut ist, die über eine Welle ein Untersetzungsgetriebe antreibt, das dann ins Hauptgetriebe geführt wird und somit dann der Hauptrotor angetrieben wird. Pro Triebwerk auf jeder Seite individuell. Die zwei Turbinen sind wahre Kraftpakete. Sie leisten zusammen 1500 PS. Tankinhalt 700 Liter Kerosin. Damit kann der Hubschrauber etwa 700 Kilometer weit fliegen. Das Geheimrezept der Konstrukteure: Rotorblätter aus Glasfasern. Sie sind biegsam und trotzdem siebenmal so zugfest wie Stahl. Schicht für Schicht werden die Fasern in 200 einzelnen Lagen von Hand übereinander geklebt. Die Herstellung eines einzelnen Rotorblattes kann Tage in Anspruch nehmen. Um die Glasfaserkonstruktion herum bringen die Konstrukteure eine Hülle aus Kunststoff an. Dann ist es fertig. Ein flexibles Rotorblatt, das 25 Jahre lang Extrembelastungen trotzt. Also ein ganzes Hubschrauberleben lang. Der gelenklose Rotor ist stabiler als herkömmliche Systeme und reagiert wesentlich schneller. Die Flugeigenschaften verbessern sich enorm. Dadurch können auch zivile Maschinen Loopings fliegen. Doch schon der kleinste Materialfehler könnte katastrophale Folgen haben. Deshalb durchleuchtet ein Computertomograph jedes einzelne Rotorblatt. Er macht winzigste Luftbläschen sichtbar. Am Rotorstand untersuchen Techniker, ob das Blatt richtig gewuchtet ist. Doch nicht allein die neuartigen Rotorblätter sorgen dafür, dass moderne Hubschrauber mittlerweile spektakuläre Manöver fliegen können. Ein weiteres Geheimnis: diese unscheinbaren Kunststoffrollen. Daraus entsteht die Zelle des Helikopters. Es ist ein Kohlefasergewebe, das mit Kunstharz getränkt ist, kurz CFK. Mithilfe eines Lasers zerschneidet eine Maschine die Rollen. Ein Schnittplan legt fest, wofür die Teile verwendet werden, ob für Türen, Heck oder Bodenwanne. Die so entstandenen Matten kleben Arbeiter auf eine Stahlschablone, hier für die Seitenwand des Hubschraubers. Sie schichten verschiedene Materialien in mehreren Lagen übereinander. So werden die Textilien steif und stabil.
Die Konstruktion wird nun in einem Vakuumofen gebacken. 8 Stunden lang bei 180 Grad Celsius. In der Hitze verschmelzen Kohlefaser und Kunstharz zu einer extrem stabilen Verbindung. Der nächste Arbeitsschritt. Monteure kleben die frisch gebackenen Bauteile zusammen. Auf diese Art und Weise entstehen große Teile am Stück. So wird die Montage einfacher und billiger. Weiterer Vorteil: Beim Zusammenbau der Einzelteile sind weniger Nieten notwendig. Das spart Gewicht. Ein Hubschrauber aus Kohlefaser ist um ein Drittel leichter als ein Helikopter, der aus Aluminium gefertigt wird. Dadurch kann er mehr Gewicht zuladen und ist wirtschaftlicher.